richtig gutes Wetter bekommen. Es ist hier aufgeklärt, Sonnenschein in Frankfurt. Die Frage ist, überträgt sich das dann auch auf die Kurse im DAX? 44 Punkte im Plus, als ich sie im CS-Presse gemacht habe, plus 30 Punkte. Also er tickert nach oben und jetzt auch zur Eröffnung fester. Die Geschichte ist jetzt im Monatskerzenchart. Da möchte ich jetzt mal einen extra Chart aufmachen im Germany 30. Da wir jetzt den Quartalsschluss haben und auch den Monatsschluss, ist es, glaube ich, sinnvoll, auch da mal drauf zu schauen. Denn wir haben einen, die Rallye seit Jahresbeginn endete mit diesem Dark Cloud Cover im April und Mai. Und diese beiden Monate bilden einen Widerstand ziemlich exakt bei 12.450 Punkten. Wenn wir einen Monatsschlusskurs bekommen über 12.450, dann wäre dieser Widerstand gebrochen. Und dann hätten wir die Chance, dass wir bis zum nächst höheren Widerstand ansteigen. Und der liegt dann an dem Hoch von Mai 2018. Also rein von der Candlestick-Chart-Technik her betrachtet, wäre dann Platz bis 13.205. Und dann der nächstgrößere Widerstand wäre dann das Hoch von November 2017. Und das ist dann gleichzeitig auch das Allzeithoch bei 13.534. Aber es kann auch sein, dass wir scheitern an der 12.450 und wir dann eben im Verlauf des Oktobers damit zu tun haben. Entweder brechen wir aus oder wir prallen davon ab, werden also daran zurückgewiesen. Also 12.450, Schlusskurs da drüber, so deutlich drüber möglichst, wäre ein bullisches Signal für den Verlauf vom Monat Oktober. Ansonsten kurzfristig natürlich, wie heute Morgen bereits angemerkt, 12.294 die wichtige Unterstützung. Ansonsten kann man sich jetzt an dem Hoch von gestern auch orientieren, also Hoch vom Freitag, 406,19. Ich schalte um auf das kurzfristige Bild. Das sehen wir jetzt im DAX TV börsliche Spanne. Ich habe gerade versucht, hier nach oben rauszulaufen über die 381,52. Wird es hoch zwischen 8 und 9 Uhr. Hat es nicht geschafft. Jetzt könnte ein Test kommen vom vorbörslichen Tief. Damit dann auch schön guten Morgen in die Runde an den NM8, neuer Name hier an Bord. Herzlich willkommen. Walter Pocket, Mario Bichler, Carol M. Albi, Saskia, an Thomas L. und Peter A. Schönen guten Morgen an euch alle. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Philipp Kurz, schönen guten Morgen. Indiaka an den Acid Dog, auch ein neuer Name hier an Bord. Schönen guten Morgen auch an dich. Akropora, Ernst Eigner, Michael Meuser, schönen guten Morgen. Leute, wenn ihr Fragen habt, irgendwelche Märkte dann betrachtet haben wollt, dann gebt Gas, gebt mir die Info über den Chat. Lothar, Stefan, ja, schönen guten Morgen an euch. Mal gucken, was der DAX hier treibt. Oft ist es so, wenn der Markt sehr, sehr dynamisch und sehr, sehr schnell an Unterstützungen läuft und das vorbörsliche Tief ist zunächst mal als Unterstützung anzunehmen. Immer wenn er das sehr rasant tut, dann sieht es ziemlich dramatisch aus, aber es ist dann eben oft so, dass dann an solchen Unterstützungspositionen eben auch gedreht werden, weil Leerverkäufer, die diese Bewegung jetzt mitgemacht haben, da oben ein Signal bekommen haben, möglicherweise hier jetzt short alles mitnehmen und sehen, okay, innerhalb von extrem kurzer Zeit sind hier Gewinne aufgelaufen und er ist jetzt genau auf einer Unterstützung. Also was mache ich da? Werde ich dann da gierig und sage, ja, jetzt kommen nochmal 100 Punkte nach unten? Natürlich. Kann sein, aber an solchen neuralgischen Punkten werden dann gerne auch mal Gewinne mitgenommen. Technisch betrachtet, wenn man sich den 5-Minuten-Chart anschaut, im SPX 500,
muss ich jetzt erstmal reinzoomen, ja, ist immer noch dieses 1-2-3-Trendwendemuster. Ich bin im 5-Minuten-Chart und ich spreche jetzt hier von dem unteren Chart. Da haben wir ein 1-2-3-Trendwendemuster am 26. September vormittags ausgebildet. Ja, und es sind eigentlich immer noch hier in dem Wirkungsbereich sozusagen von diesem Trendwendemuster unterwegs. Wir müssen also hier erst über das Top drüber. Kurzfristig auf der Unterseite. Und ich glaube, da wir das Ziel hier fast erreicht haben oder über erfüllt haben sogar, wir sind unter die 581 und noch weiter gefallen, macht es, glaube ich, Sinn, hier auch mit dem Tief hier unten zu arbeiten. Ja, hängt so zwischen zwei Welten. Also 2,977 wäre das 4,236er, das jetzt einmal, zweimal, dreimal hier und jetzt auch ein viertes Mal ein Widerstand war. Also darauf kann man mal achten. Kurzfristig im 1-Minuten-Chart. Dieser Bereich hier von heute Nacht ein Support, den wir hier kurz nach 8 getestet haben, erfolgreich, den wir jetzt gerade noch mal testen, so ungefähr. Also mal drauf achten, ob er die 971 unterschreitet oder nicht. DAX hier im 1-Minuten-Chart mit einer Signalkerze. Schlusskurs unter dem vorbörslichen Tief. Jetzt habe ich hier gerade die vorbörsliche Spanne weggeräumt, das war nicht so gescheit. So, da ist sie wieder. Also was wir jetzt hier sehen ist, wir haben einen Schlusskurs außerhalb von dem vorbörslichen Tief, aber keinen Schlusskurs unter dem Tief dieser Kerze, die unter dem vorbörslichen Tief schloss. Heißt also hier zwei Doji-Kerzen, also sie versuchen es abzuwenden, dass ein Schlusskurs darunter wäre das Signal, eine Bestätigung, dass es eine Trendbewegung abwärts gibt. Weil SPX gerade jetzt unter einem oder einem wichtigen Support an der 2,971. Philipp fragt, was müsste die WHO heute sagen, damit Airbus runtergeht? Nun, sie müssten dem stattgeben, dass also tatsächlich hier die Behauptung richtig ist, die Amerikaner aufstellen, dass also hier Regierungen ja die Subventionen für Airbus unrechtmäßig und gegen die Regeln der Welthandelsorganisation vergeben. Sollte dem so sein, hätte dann das Weiße Haus die rechtliche Basis, Strafzölle zu erheben. Und da gibt es natürlich jetzt wieder alle möglichen unbestätigten Berichte. Einige sagen, es gibt Strafzölle dann von bis zu 100%. Andere Berichte sagen, so weit will das Weiße Haus nicht gehen. Aber da ist natürlich viel Spielraum zwischen 100% und wir gehen nicht so weit. Da aber Boeing mit den Flugzeugmodellen, es ist ja nicht nur eins, das sich jetzt nicht mehr so gut verkauft, sondern es sind ja mehrere aufgrund Sicherheitsproblemen unter Druck gekommen ist, ist das sicherlich etwas, was dann auch im laufenden Wahlkampf für Trump positiv wirken könnte. Also das auf jeden Fall beobachten, was da heute von der Welthandelsorganisation kommen wird. Christian Z. schreibt, wie sehe ich MTU aktuell? Im DAX bitte darauf achten, kommt gerade das Signal für eine
mögliche Trendbewegung abwärts. Also wir haben bei MTU einen Top ausgebildet. Eine 1 hier oben war dann ein Unvermögen des Marktes, ein tieferes Tief auszubilden. An der Stelle eine 3. Und wir sind jetzt genau an dem Punkt 1 wieder, haben darüber geschlossen, nachdem es am 26. noch ein Widerstand war. Und jetzt ist der heutige Tag, da stellt sich die Frage, ob dieser Punkt 1 gekauft wird, 243,35. Damit müsste sich die Aktie, Aktie hier drüber etablieren, also das als neuen Support bestätigen. Dann könnte man einen bullischen Druckaufbau sehen in Richtung des Punktes 2. Das ist das Hoch bei das Hoch vom 10. September bei 256,50 und in Richtung 257,30. Ein erneuter Schlusskurs drunter könnte das bestätigen, was eben hier bisher nicht so richtig gelaufen ist, nämlich dass da oben eher Verkaufsaufkommen da ist. Ja, also hier ein Widerstand könnte immer noch bestätigt werden, dass die 243,35 ein Widerstand sind und dann muss man sich nach unten wieder orientieren an den Fibonacci-Zielen als mögliche weitere Verlaufsziele. Aber jetzt möglicher Support, wenn Sie es halten, können Sie nach oben gehen. Eine Frage kommt von iClassic Music Bitcoin, eine Analyse zum Bitcoin bitte. Wie sieht es da aus? Ich hatte vorhin auch eine Push-Notification rausgeschickt für jeden, der bei uns unsere Trading-App hat, also hier auf dem Smartphone, iOS oder Android-Endgerät, wer dort unsere App hat, der hat diese Push-Notification auch bekommen zum Bitcoin. Der ist nämlich erneut unter $8,000 gefallen, verliert so 3% aktuell. Und da stellt sich jetzt die Frage, brechen wir die 7.733 oder brechen wir diese Unterstützung nicht? Ich bin letzte Woche drauf eingegangen. Letzte Woche war ja diese dramatische Woche, wo es so, so einen starken Preisverfall gegeben hat. Und man sieht hier den CFD auf dem Bitcoin, da hatte ich das hier eingezeichnet, also dieses mögliche Trendwendemuster. Wir haben hier also einen Impuls gesehen, eine 1, dann ist der Markt nach unten gegangen, hat dann erst einmal, ist nicht mehr auf tiefere Tiefs gegangen. Und da war dann die Frage, bilden wir hier eine 3 aus? Ja, also so ein 1, 2, 3 Trendwende-Pattern, dann hätten wir nochmal den ganzen Weg nach oben gehen können. Aber was wir jetzt haben, ist heute Morgen zwischen 6 und 7 Uhr, ich bin hier im Stundenkerzenchart, eine so eine Kerze steht für einen Preisverlauf in einer Stunde, da hatten wir zwischen 6 und 7 Uhr einen tieferen Kurs unter der 7.733 und damit können wir diese Zahlen hier löschen und können auch diese Zeichnung löschen. Worum es jetzt geht, was jetzt wichtig wird, ist, dass wir ausgehend von diesem Tief eben einen Impuls bekommen. Das ist, bleibt aus dieses Mal. Ja, hier sind wir ja sehr viel schneller wieder nach oben gelaufen. Das bleibt bisher aus, sodass sich die Frage stellt, okay, gehen wir jetzt unter 7733? Und wenn das nächste Mal passiert, könnte einfach die Psychologie wieder entscheiden. Viele sich sagen, okay, letzte Woche war der starke Preiseinbruch, jetzt könnte das wiederkommen. Also derzeit die technischen Marken, die hier eine große Rolle spielen, vor allem eben die 7733 von einer Bodenbildung bisher, ist jetzt erst einmal nichts mehr zu sehen. Das müsste sich erst von Neuem wieder aufbauen durch einen Impuls nach oben, der bisher nicht da ist. Eine Frage ist auch zum Goldpreis, wie es da technisch aussieht. Ich habe im Goldpreis den Stundenchart, Stundenkerzenchart im Blick. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Hier ist er. Stundenkerzenchart, warum das? Nun, hier sieht man sehr gut aufgelöst dieses 1, 2, 3 Trendwendemuster. Hier oben im Kreis, das hat sich gebildet am 5. September. Und die Bewegung ist immer noch in diesem Wirkungsbereich von den Fibonacci-Preiserweiterungen aus diesem Top, das sich da rausgebildet hat. In der letzten Woche hatte ich darauf hingewiesen,
passt auf, wir haben hier mehrmals diese 1502 US-Dollar-Marke getestet, sind dann drunter gefallen zwischen 8 und 9 Uhr am 27. September. Ja, und was dann passiert ist, dass diese ehemalige Unterstützung hier zu einem Widerstand wurde und wir haben jetzt gerade das Tief von dem gesamten Verlauf getestet. Und jetzt ist die große Frage, was passiert als nächstes, wenn es in Trendrichtung abwärts weitergehen soll? Und nun, dann fehlt eigentlich noch das tiefere Tief und es könnte dann in Richtung 1477 gehen. Was jetzt aber vermieden werden sollte, ist ein Stundenschlusskurs über dem Hoch vom 27. September, der 19 Uhr Stundenkerze, also ein Stundenschlusskurs oberhalb von 1503,32 würde, insofern kein tieferes Tief kommt, also jetzt direkt hier drüber zum Beispiel, würde ein 1-2-3 Tief hier ausbilden. Ja, 1-2-3 Fragezeichen. Also Bedingung ist, 1503 Stundenschlusskurs drüber würde ein Tief ausbilden. Auf der anderen Seite wäre quasi das tiefere Tief unter dem Tief von hier ein mögliches Signal für einen Rückgang in Richtung 1477,55. Frage kam auch zur Commerzbank, wie es da aussieht. Kürzel CBK. Man kann also über die CFD-Suche auf CMC Markets in der Software auch über die Ticker-Symbole der Aktien, die Aktien-CFDs suchen. Ja, bei der Commerzbank ist die Situation im Tageschart jene, dass wir ein aktives 1-2-3 Boden haben. Sind fast bis zum 1,618er Ziel nach oben gelaufen und testen jetzt hier einmal, zweimal den Punkt 1 bei 5,21. Und da sind jetzt zweimal Käufer reingekommen. Nach oben deckeln die 20-Tage-Linie bei 5,45. Ja, da sollte man möglichst drüber gehen, um dann das 61,8er-Ziel bei 5,55 zu erreichen. Und dann ist es treppenstufenförmig. Wenn wir über einem FIBO-Level schließen, ist das nächsthöhere das mögliche Ziel und so weiter. Und umgekehrt gilt eben das Gleiche auch. Wenn wir unter einem dieser Niveaus schließen, also jetzt zum Beispiel ein Schlusskurs unter 5,21, ja, dann würde dieser Boden wackeln. Und da muss man gucken, machen die aus der 5,21 dann am nächsten Tag in Widerstand, wird das getestet, dort kommt er nicht mehr drüber. Dann könnte es einen bärischen Druck aufbauen Richtung von dem Punkt 2 kommen. Der Punkt 2 ist das Tief vom 22. August, also 4,86 wäre dann ein mögliches Ziel und sollte auch das nicht halten an 4,65. Das Tief aus der gesamten Bodenbildung. Aber für den Moment ist es aktiv und das sind die Marken bei der Commerzbank. Der DAX hat gerade versucht, im 1-Minuten-Chart, ich vergrößere das, einen Boden auszubilden, der Gestalt, dass wir hier ein 1, 2, 3, aber erstmal abgelehnt. Der SPX hier auf der rechten Seite hält die 2,971, das ist erstmal positiv. Zu sehen. Allerdings müsste der SPX hier für ein 1-2-3 Reaktivierung über die 2,972,38 drüber. Es gibt Erklärvideos zu den 1-2-3 Trendwendemustern, ein Grundlagenvideo, das habe ich jetzt gerade verlinkt, und ein ergänzendes Video, wo es dann noch weitere Infos gibt zu den 1-2-3 Trendwendemustern, wie man die prozyklisch nutzen kann und was neuralgische Punkte sind innerhalb von so einem 1-2-3 Muster. Die Links dazu habe ich euch in den Chat reingestellt.
So, Frage von Stefan M. Was sage ich zum Bund? Bund 50. Also ist da jetzt der Euro-Bund Future gemeint, also die deutschen Staatsanleihen oder der Euro-Stoxx 50? Schönen guten Morgen an Rainer. Mario Bichler, schönen guten Morgen. Ivo, servus, guten Morgen. So, DAX aktiviert 1, 2, 3 tief, SPX aktiviert 1, 2, 3 tief oder reaktiviert selbiges nach dem erfolgreichen Test der 2,971. Euro 50 CFD. Da im Tageschart. Nun eine ähnliche Situation, wie wir sie auch im DAX haben, nur dass im DAX dieses Tief hier das tiefere Tief war. Ja, insofern ist der Euro-Stoxx vergleichbar mit dem SPX. Also wir hatten im August über eine Bodenbildung, die sich ausbildete. Mit einem Schlusskurs über der 3,377 sind wir nach oben gelaufen. Haben dann nochmal den Punkt, also hier Schlusskurs drüber, nochmal den Punkt 2 getestet. Ja, also quasi hier die 1, die 2, die 3, bei der X nochmal einen Punkt 2 getestet und hangeln uns jetzt hier an den FIBO-Marken entlang. Bedeutet jetzt einen Schlusskurs über 3,540, könnte das nächsthöhere Kursziel aktivieren. Klickt bei 3,641. Das ist die 161,8er Fibonacci-Preiserweiterung, hier noch beim Vollbild zu sehen. Frage von Walter Puckett, stimmt es, ich finde den ATX-Index, den österreichischen Index, nicht bei CMC Markets, ja, dann haben wir tatsächlich nicht. Was wir haben, sind Aktien aus Österreich, wenn ich also hier in der Produktliste auf Unternehmen gehe, dann habe ich hier die Einzelaktien. Also die CFDs auf die Einzelaktien. Bei CMC Markets handeln wir ja keine physischen ETFs, also physische Aktien oder physische ETFs oder physische Indizes oder physische Rohstoffe oder Futures, sondern bei uns handeln wir oder bei CMC Markets handelt man ausschließlich CFDs auf Aktien, CFDs auf Indizes, CFDs auf Währungen, auf Bonds und auch CFDs auf ETFs.
Und wenn man sich das alles mal durchdenkt, dann hat man natürlich eine ganze Vielzahl von Strategien. Besonderheit ist, dass wir seit kurzem auch stückzeitunabhängig fixe Kommissionen haben für Aktien-CFDs. Wenn man deutsche Aktien-CFDs handelt, dann handelt man stückzeitunabhängig, egal wie viel man handelt. Eine fixe Kommission hat man da von 5 Euro. Für US-Aktien-CFDs eine fixe Kommission von 10 US-Dollar. Also ob ich 100 Apple-Aktien handle oder 1000 Apple-Aktien, ist egal. Es sind immer 10 US-Dollar fixe Kommission. Ist ein Vorteil, wenn man also gerade mit großen Stückzahlen handelt, hat man hier also eine planbare Größe. Ja, und dann hat man Aktien-CFDs, man hat ETF-CFDs. Wir haben also hunderte ETFs, die man als CFD auch handeln kann. Ich kann die Long und Short handeln, die meisten davon. Und habe dadurch dann die Möglichkeit auch ganz umfangreiche Strategien zu machen, indem ich zum Beispiel einen Cannabis-ETF leer verkaufe oder Long gehe, um den gesamten Sektor spielen zu können. Und das Ganze dann auch gehebelt und mit einer Echtzeitkursdatenversorgung in der Art und Weise, wie man das eben auch hier in der Plattform die ganze Zeit dann auch sieht. Carol schreibt bei dir, Jochen, wunderschönes Wetter. In Niedersachsen gibt es Sturm. Ich glaube, der trägt den Namen Mortimer, ist das richtig? Den hat man hier in Frankfurt auch ordentlich gemerkt. Aber jetzt tatsächlich, seit gut einer Stunde klärt es hier ziemlich schnell auf. Wir haben jetzt hier strahlenden Sonnenschein. Shorty ist auf dem Oktoberfest. Viele Grüße an dich. Und viel Spaß auf der Wiesn. Inliner schreibt, ich habe eine Frage zum VIX. Ist es der VIX oder VXX? Wenn es der VXX ist, dann musst du mir kurz erklären, was du damit meinst. Schneller Rücklauf hier im SPX und im DAX, aber dieser Angriff hat nicht dazu geführt, dass ein tieferes Tief gekommen ist. Insofern sind die Böden, die hier gebastelt wurden, intakt auf beiden Seiten. Inliner fragt, Frage zum Volatility Index. Wenn ich hier also auf die Suche gehe und gebe Vola ein, dann habe ich hier einen Volatility Index Oktober und November und Dezember. Wenn ich auf den Oktober klicke, ist ein anderer Kurs als der November. Nun, das grundsätzlich sind es ja zwei verschiedene Futures, die zweimal verschiedene, zweimal verschiedenen Verfall haben. Ja, das kann ich mir ja auch anschauen. Der Oktober
notiert bei 17,57. Der Verfall ist am 15. Oktober. Wenn ich bei dem November schaue, dann handelt der bei 18,65. Der Verfall ist am 19. November. Das sind dann sogenannte Forward CFDs, die dann jeweils auf den jeweiligen Futures basieren. Einen Cash-Index gibt es für den Volatility-Index nicht. Der Cash-Index würde quasi diese einzelnen, irgendwann mal endfälligen Forward CFDs aneinander tackern, über zu so einem Cash-Index, zu einem Endloskontrakt sozusagen, und das dann fortlaufend investierbar machen. Aufgrund der Tatsache, dass wir so starke Schwankungen haben im Volatility-Index, die teilweise 80-90% im Preisunterschied sind, wäre die Berechnung von einem Cash-Index manchmal sehr unattraktiv, weil es dazu führen würde, dass eben starke Haltekosten oder hohe Haltekostenaufschläge da wären, die dann eben über den Cash-Index dann auch verrechnet werden müssten. Also derzeit haben wir Forward-CFDs. Und ja, wie erklärt sich die unterschiedliche Höhe der Volatilität? Nun, wir haben natürlich im November noch eine viel größere Restlaufzeit. Also kann in der Zeit noch viel mehr passieren. Insofern sind auch die Prämien höher. Also der Preis an sich ist höher, weil eben die Wahrscheinlichkeit, dass es bis November zu stärkeren Schwankungen kommt, höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass es eben in der Restlaufzeit vom Oktober Future noch zu größeren Schwankungen kommt. Insofern ist es einfach eine, man kann das sich so erklären wie eine höhere Prämie für eine Versicherung, weil was macht man über den Volatility Index? Nun, ich kann den aktiv traden natürlich, was ja, wenn man sich zum Beispiel den Oktober anschaut, schon durchaus attraktiv ist, ja. Wir haben hier einen Preis von 16, dann geht er auf 18. Also da ist ordentlich Bewegung drin. Und das kann ich natürlich mit einer Long- und Short-Position entsprechend versuchen auszunutzen. Aber was die originär sind, diese Produkte, ist, wenn sich ein Versicherer zum Beispiel absichern möchte gegen Schwankungen in seinem Portfolio. Ja, der verkauft dann Lebensversicherungen oder sonstige Produkte. Und will ja da einen Garantiezins abbilden, den er erwirtschaftet, eben zum Beispiel auch über die Aktienanlage. Und wenn die sich dann in dem Portfolio absichern gegen Einbrüche am Aktienmarkt, dann können sie das auch tun über diese Volatility-Indizes. Und je nachdem, für welche Restlaufzeit ich mir so eine Versicherung kaufe, ja, Oktober oder November, Forward CFD oder ein Future vom Volatility Index, habe ich dann unterschiedliche Prämien, die ich bezahlen muss. Und so kann man da, glaube ich, ganz gut drüber denken, um sich da ein bisschen orientieren zu können, warum es unterschiedliche Kurse gibt. Immer so ein bisschen denken an eine Versicherungsprämie, die eben dann höher ist, wenn man sich natürlich länger absichern möchte.
AT Trader schreibt, Jochen, wieso kommt kein Chart im iShares Core DAX? Kann sein, dass da Kurse aktiviert werden müssen. Da hilft ein kurzer Anruf bei uns im Office in Frankfurt oder in Wien. Dann können wir das da anschauen, warum das dann bei dir direkt nicht funktioniert. Das ist der schnellste Weg, um das zu beheben. Einfach kurz bei uns anrufen. Man bekommt bei CMC Markets, wenn man in einem Live-Konto tradet, kostenfreie Echtzeitkurse außer den Kursen für Hongkong und für Sydney. Ansonsten hat man eine Echtzeitkursversorgung, zum Beispiel für alle deutschen Aktien-CFDs und für alle US-Aktien-CFDs, die man ja bei uns mit einer fixen Kommission handeln kann. Ich habe also die Möglichkeit, den US-Aktien-CFDs mit einer fixen Kommission von 10 US-Dollar zu handeln, unabhängig von der Handelsgröße. Wenn ich also 100 Aktien handle, dann kostet mich das gleiche wie 1000 Aktien-CFDs. Zu beachten sind natürlich die Haltekosten. Wenn man Overnight-Positionen hält über 23 Uhr hinweg, die kann man aber auch wieder transparent in der Produktübersicht, wie eben gezeigt, sich anschauen. So, meine Maus funktioniert auch wieder, die hing jetzt gerade. Was wollte ich euch zeigen? Genau in der Produktliste bin ich ja eben zu den österreichischen Aktien gekommen. Hier hat man für Deutschland 210 Aktien, CFDs. Wie komme ich da drauf? Nun, ich klicke erst auf Produktliste hier oben. Ja. Also hier auf Produktliste, gehe dann auf Unternehmen und sehe dann, wie viele Aktien-CFDs es für die unterschiedlichen Länder gibt. Für Deutschland 210. Kann hier auch sehr schnell nach der Performance über den letzten Tag sortieren. Kann hier unten auch verschiedene andere Zeiträume eingeben. Ich kann zum Beispiel sagen eine Woche und kann dann nach Performance nach einer Woche sortieren. Lifehigh zum Beispiel, auf eine Woche gesehen, die stärkste Performance. Schwächste Performance SAF Holland. Und das Gleiche kann ich auch tun über US-Aktien-CFDs. Auch da kann ich Performance über einen Tag sortieren. Eine Woche. Extrem. Okay, also irgendein Pharma-Titel, ich weiß nicht, was die machen, ich weiß auch nicht, was die Nachricht hier war. Auf jeden Fall waren die bei 26 Cent und dann gab es irgendeine Nachricht Donnerstag, dann sind die eröffnet bei 4,92 Dollar. Not bad. Gut, hier unten habe ich dann zusätzlich auch noch die Möglichkeit, längere Zeiträume einzustellen, zum Beispiel ein Jahr. Kann dann also Performance, alle US-Aktien-CFDs nach Performance über ein Jahr mir anschauen. Habe hier also eine gute Möglichkeit, dann auch den Markt schnell zu screenen. Tuhis, könntest du dir die Arealbank mal anschauen. Wir haben bei der Arealbank übergeordnet ein 1, 2, 3 Top. Nach oben ein Widerstand bei 30,12
gebildet durch die fallende 20-Tage-Linie und die FIBO-Marke, die dort liegt. Im Tageschart haben wir es zu tun mit einem 1-2-3-Tief. Im Juni und Juli hat sich das ausgebildet. Wir haben jetzt über der 200-Tage-Linie geschlossen, auch über dem 261,8er FIBO-Extensionslevel im Tageschart, sodass wir durchaus in Richtung 28,77 ansteigen könnten. Bei einem Anstieg über darüber wäre dann eben diese Zone 29,95 und 30,68 möglich. Nach unten ein Support, gebildet durch das FIBO-Level 261,8 bei 26,81 und 26,57. Also um es zusammenzufassen, wir haben ein kurzfristiges 1-2-3-Tief hier unten und ein größeres 1-2-3-Top im Monatschart. Und es scheint sich jetzt, dass wir innerhalb von diesem Abwärtstrend jetzt erst einmal eine Erholung haben. Mögliche interessante Zielzone liegt hier im Bereich von 30,12 ungefähr. Ibu Severin, könnte ich einen Link zur neuen Plattform posten? Das kann ich leider nicht machen, da wir einen schrittweisen Rollout haben von unserer neuen Plattform. Die wird also ist größtenteils schon durch, also die meisten unsere Kunden sollten schon Zugriff haben auf die neue Plattform. Man sieht es aber auch bei mir, ich habe noch keinen Zugriff drauf. Einen Direktlink gibt es nicht. Wir stellen das also nicht direkt zur Verfügung. Da wir sicherstellen müssen, da wir weltweit ja 70.000 Plattformen sozusagen für 70.000 Kunden updaten und würden wir das von jetzt auf gleich machen, dann kann es natürlich schnell sein, dass sich ein kleiner Fehler irgendwo eingeschlichen hat, der dann gleich voll zum Tragen kommt über 70.000 Konten. Und um sowas vorzubeugen, wir sind uns schon sicher, dass die Plattform alles funktioniert, aber wir machen einen schrittweisen Rollout, um einfach dann auch zu sehen, in der Praxis, wenn was passiert, dann kann man schrittweise eben auch sagen, okay, da müssen wir erst noch mal und können so eben sicherstellen, dass alle fortlaufend und ohne Unterbrechung handeln können, was eben bisher auch perfekt funktioniert hat. Aber so muss man einfach warten, bis man dann eben auch freigeschaltet wird für die neue Plattform. Wer sich die schon mal anschauen möchte, auf unserem YouTube-Kanal gibt es hier bereits ein Video zu unserer neuen Handelsplattform. Den Link kann ich mal raussuchen schnell und kann euch den reinstellen in den Chat. So, hier ist der Link. Inliner,
ich würde dir empfehlen, kurz bei uns anzurufen, was hier den speziellen Fall von der offenen Position angeht, kann ich nicht nachvollziehen. Das ist eher ein individueller Fall, das ist dann etwas, wo du am schnellsten vorankommst, wenn du einfach kurz bei uns anrufst. Werner Weig fragt, hallo Jochen, plant ihr auch eine Anbindung von anderer Handelssoftware, wie zum Beispiel dem MetaTrader? Also derzeit haben wir den MetaTrader 4 bei uns auf der Plattform. Also man kann bei CMC Markets auch über den MetaTrader 4 handeln. Einfach da mal auf die Webseite cmcmarkets.de gehen und dann unter Plattform. Da gibt es also unsere Next Generation HTML5 Plattform, browserbasiert. Zu empfehlen, dass man den Chrome-Browser nimmt, habe ich hier auch. Und das, was ihr die ganze Zeit seht, ist genau die Plattform. Zusätzlich gibt es unsere Trading-App über iOS und Android-Endgeräte. Zusätzlich gibt es auch den MetaTrader 4. Und da findet ihr Infos zu MetaTrader 4, wie er denn einrichtet. Und es gibt auch ein Indikatorenpaket zu MetaTrader 4. Das ist dann auch hier verlinkt. Wenn ihr ein bisschen weiter runter scrollt, gibt es hier Auswahl an kostenfreien Indikatoren und Add-ons. Das sind CMC-Indikatoren. Da kann ich verschiedenste Dinge tun, zum Beispiel auch eigene Handelszeiten einstellen. Und ein Erklärvideo zu diesen, wie ihr da eigene Handelszeiten einstellen könnt, bekommt ihr hier jetzt über den Link, den ich euch in den Trader-Chat reingestellt habe. Und warum sollte ich das tun wollen? Nun, man kann zum Beispiel die Xetra DAX Handelszeiten einstellen, hat dafür dann einen eigenen Chart, also 9 bis 17.30 Uhr, und kann dann sehr schnell erkennen, wann Gaps offen und geschlossen sind. Ja, man kann das auch parallel zum Beispiel zur HTML5-Plattform oder zur App laufen lassen, dem MetaTrader 4, mit einem angepassten DAX-Chart, sodass man dann morgens gleich sieht, okay, man macht quasi den MetaTrader 4 auf, hat einen Chart von 9 bis 17.30 Uhr vom DAX und sieht dann automatisch, wo es offene Gaps gibt. Klaus Boscheid fragt, wie erkenne ich die neue Plattform? Gibt es da irgendwo eine Versionsnummer? Nun, das ist optisch auch anders. Da einfach kurz das Video anschauen. Da sieht man das dann recht schnell, wenn man die neue Plattform hat. Die ist auch optisch anders aufgebaut. Wer bei uns über den MetaTrader 4 handeln möchte, benötigt ein eigenes Konto, muss also zusätzlich zum Live-Konto, das vielleicht schon besteht für die HTML5-Plattform, die man jetzt hier sieht, nochmal zusätzlich ein weiteres Live-Konto aufmachen für den MetaTrader 4. Das kann also nicht das gleiche Konto sein. Wenn dazu Fragen sind, dann sind die Kollegen per Telefon, per Live-Chat auf cmcmarkets.de oder per E-Mail gerne für euch da. Es gibt aber auch auf der Webseite cmcmarkets.de, dort wo ich euch da gerade hin navigiert habe, auch ein Erklärvideo. Also wenn ihr hier auf MT4, auf Plattform und dann MetaTrader 4 geht, dann habe ich hier mehrere Videos, die hier verlinkt sind, die ich gemacht habe, grundlegende Navigation, wie man auch das Ganze einrichtet, wie man Schritt für Schritt von der Kontoeröffnung eben ja, zur Kontoeröffnung kommt, wie man das Schritt für Schritt macht, das ist hier alles erklärt in Videos, die ich eben da zu dem Thema gemacht habe. Aber auch da, wenn Fragen sind, dann zögert nicht, einfach anzurufen bei uns.
Ja, der DAX kommt nicht so recht über das 100% Extensionsniveau aus dem 100% Fibonacci Preiserweiterung, also im 1, 2, 3 tief nach oben, kommt er nicht so richtig raus. Testet jetzt nochmal den Punkt 1. Conor McLeod, guten Morgen an dich. Zum weiteren Verlauf im Rest dieser Woche kurz ein paar Worte. Ich werde am Morgen, gibt es nochmal ein reguläres Programm, dann bin ich im Urlaub. Und das nächste reguläre CMC Espresso und CMC Börsenbuffet wird es dann wieder geben, also morgen ganz normal und dann die nächste Sendung am 8. Oktober. In der Zwischenzeit bin ich im Urlaub. So, nur dass ihr euch das vielleicht notiert schon mal. Da wird es also diese Sendung nicht geben. Morgen, wie gesagt, bin ich nochmal ganz normal da und dann erst wieder am Dienstag in einer Woche. Taipantao schreibt hoffentlich im Süden. Ja, tatsächlich. Ich gehe dahin, wo es ein bisschen wärmer ist. So, jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen, ob jetzt der DAX hier aus der 359 in Widerstand werden lässt. Ja, wenn er jetzt nochmal nach oben laufen sollte, wird da ein Widerstand draus. Das war beim letzten Test, bei der letzten Attacke auf diesen Punkt 2 ja noch nicht der Fall. Da sind wir runter und gleich wieder drüber. Und wenn wir jetzt aber versuchen drüber zu kommen und nicht drüber kommen, sondern da ein Widerstand besteht, das verkauft wird, der QX6 schreibt ja, also Nordsee ist auch noch super warm. Ja, es ist insgesamt ziemlich mild eigentlich noch. Es war ja ein, zwei Tage auch schon mal morgens nur noch 3 Grad hier in Frankfurt gewesen. Jetzt sind wir eh bei 12, 13 Grad, also da kann man nicht klagen. Ein Herr Evans von der amerikanischen Notenbank, der eher eine Taube ist, also eher für eine lockere Geldpolitik bekannt ist, hat eine Rede gehalten. Und sagt, hey, zurzeit in Fundamentaldaten der US-Wirtschaft sind positiv. Aber er gesteht sich das auch ein, dass er also potenziell Gegenwind, den könnte es in der Zukunft geben. Der hat sicherlich hier, muss ja auch sowas im Blick haben, was ich heute Morgen bei CMC Espresso erwähnt habe, dass es also diesen Steuerjahreffekt gibt, wo alle nochmal ihre Budgets ausgeben. Der endet ja morgen. Und dann könnten auch die Wirtschaftsdaten wieder schwächer werden. Und der US-30 ist in einer Situation, wo ein Top im Markt ist. Und das ist quasi das hier, 27.067. Da haben wir hier ein 1, 2, 3. Und wir haben hier an den Stellen schon zweimal den Punkt 1 als Widerstand bestätigt. Auf der Unterseite aber auch mehrmals
die pinke Linie, das ist die 20-Tage-Linie, immer wieder getestet und wir haben keinen Schlusskurs drunter bekommen. Bedeutet jetzt für den US-30 ein Schlusskurs unter 26.842 und Schlusskurse werden im US-30 wie im Future vom Dow Jones um 23 Uhr generiert, könnte hier die Nervosität an der Wall Street steigen lassen. Bullischer technisch würde es erst werden bei einem Wiederanstieg über 27.067. Gut, ich klinke mich an der Stelle wieder aus, bin morgen wieder ganz normal da, freue mich auf die Sendung morgen mit euch zusammen wieder. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, zu CMC Markets, ein Demokonto ausprobieren wollt, dann findet ihr die ganzen Infos auf cmcmarkets.de. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag und wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn ihr wollt. Bis dahin. Ciao, ciao.